Lensch Monet verliebte sich im Alter von 25 Jahren in einen älteren Anwalt, den ihre Mutter nicht ausstehen konnte. Sie beschloss nichtsdestotrotz, ihn zu heiraten, woraufhin ihre Mutter sie in einem kleinen Raum einschloss, in dem sie 25 Jahre verbrachte. Die Zeit verging und die Jugend von Blanche verblasste. Ihr verlobter Anwalt verstarb 1885. In der ganzen Zeit ernährte sie sich von den Essensresten ihrer Mutter, sofern sie davon welche abbekam. Die einzige Gesellschaft bestand aus Ratten, welche die harten Krusten aßen, die sie auf den Boden warf. Nicht ein einziger Lichtstrahl drang in den Raum. Am 23. Mai 1901 bekam die parisische Generalstaatsanwaltschaft einen anonymen Brief, welcher eine Adresse in einer wohlhabenden Nachbarschaft sowie folgenden Text beinhaltete. Ich habe die Pflicht, Sie über ein außerordentlich wichtiges Vorkommnis in Kenntnis zu setzen. Ich spreche von einem Fräulein, welches in Madame Mouniers Haus halb verhungert, im verfaulten Abfall die letzten 25 Jahre, kurz gesagt, in ihrem eigenen Dreck lebt. Blanches Bruder Marcel beteuerte später, dass seine Schwester verrückt gewesen sei und nie vorgehabt hätte zu fliehen. Doch sagten bei zahlreichen Befragungen Zeugen aus, Blanche des Öfteren schreien gehört zu haben. Darunter fielen auch Worte wie Polizei, Erbarmen sowie Freiheit. Am 16. August 1892 hörte einer der Zeugen Blanche folgende Sätze schreien. »Was habe ich nur getan, um weggesperrt zu werden? Ich verdiene diese schreckliche Folter nicht. Gott existiert wohl nicht, wenn er zulässt, dass seine Kreaturen so leiden und niemand kommt, um mich zu retten.« Blanches Mutter wurde am nächsten Tag um 6 Uhr am Abend festgenommen. Trotz Vorsichtsmaßnahmen der Polizei versammelte sich vor dem Gefängnis eine große Menschenmenge, die hasserfüllt herumschrie. Madame Monnier landete aber wegen eines Herzfehlers im Krankenhaus, wo sie 15 Tage später verstarb. Es wird gesagt, dass ihre letzten Worte fielen, als die Ärzte ihr Zimmer Momente vor ihrem Tod betraten. Ein lautes Herausschreien des Satzes, »Ah, meine arme Blanche!« Ihr Bruder Marcel stand alleine vor Gericht und wurde beschuldigt, der Komplize zu der Tat seiner Mutter gewesen zu sein. Das Verfahren fand am 7. Oktober 1901 statt. 4 Tage später wurde Marcel für schuldig befunden und kam für 15 Monate ins Gefängnis. Das Urteil am 11. Oktober sorgte für einen Applaus im Gerichtssaal und außerhalb auf dem Palace Square. Die Menge tobte, schrie und wilde Drohungen wurden dem Verurteilten entgegengeworfen. Marcel nahm das Urteil an. Das Berufungsgericht gab am 20. November 1901 bekannt, dass Marcel seiner Schwester gegenüber keine Gewalt angetan habe, woraufhin er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Obwohl Blanche Monet wieder etwas an Gewicht zulegte, erlangte sie ihre geistige Gesundheit nicht wieder. Sie starb 1913 in einer psychologischen Heilanstalt in Blois, 12 Jahre nach ihrer Befreiung. Es gibt 2 Theorien dazu, von wem der rettende Brief stammen mochte. Erst wurde spekuliert, dass ihr Bruder ihn verfasst haben könnte, da er wusste, dass seiner Mutter nicht mehr viel Zeit übrig bliebe. Später kam der Gedanke auf, dass ein Ex-Soldat, welcher einem der Dienstmädchen behilflich gewesen war, in Frage käme. Die Identität von Blanches Retter bleibt jedoch bis heute unbekannt.